Ja, es freut mich sehr, sehr, sehr. Wir machen ein Live-Interview. Und das hat auch mit deiner Klarheit zu tun, Asti, dass du gesagt hast, du, ich komme nach Vilsmoos, sehen wir uns, ich möchte Live-Begegnungen. Das ist so, so gut. Asti Luga, Culum Natura, schön, dass du da bist, Asti. Dankeschön. Ich habe schon öfter erwähnt, es war so eine richtige Verliebtheit von Beginn an, weil ich einfach gemerkt habe, da sind viele Faktoren bei Culum Natura, bei euch im Team, auch mit deiner Geschäftsführerin, mit der Michaela, die ganz viel Klarheit vermitteln. Mhm. Und ich habe ja nicht erklären brauchen, was die Ökonomie der Menschlichkeit ist. Was ist die Faszination Culum Natura mit allen Akteuren und Akteurinnen? Die Faszination ist das gemeinsam tun und die Vielfalt bei uns. Menschen aus verschiedenen Ländern mit ganz vielen Interessen. Wir bilden Naturfriseure aus und haben die dazugehörigen Produkte biozertifiziert und konsequent natürlich. Und wir haben eine eigene Akademie, wo wir diese Ausbildung auch anbieten. Wir haben Produktion, Versand, Vertrieb und ein ökologisches Gästehaus und einen Erlebnisgarten, ja, mit einem Barfußweg und Wassertriebstelle, Kneippbecken. Im Prinzip alles das, was wir Menschen brauchen, um ja, Mutter Erde zu dienen. So möchte ich es jetzt einfach mal ausdrücken. Ja. Ein wundervolles Begegnungszentrum. Was sind Naturfriseure, Astrid? Naturfriseure sind konventionelle Friseure, die das Bewusstsein erhöht haben oder geändert haben. Ich möchte das jetzt nicht werten in Hierarchien, sondern sie haben ihr Bewusstsein geändert und möchten sich Gutes tun, den Kunden und dem Planeten. Dass sie Haare färben ohne schlechten Gewissen, dass sie Shampoo nehmen ohne schlechten Gewissen. Und das ist mittlerweile seit 27 Jahren wirklich ein Erfolgskonzept, das ganz langsam gewachsen ist. Wir sind überwiegend in Deutschland unterwegs, jetzt Österreich, dann Norditalien, französische Grenze, Belgien, Polen arbeiten wir mit einer Berufsschule zusammen, auch in Österreich mittlerweile mit einer Berufsschule. Und es fragen jetzt gerade nach den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren, die sehr anstrengend waren, auch jetzt wieder erneut Berufsschulen an, die den Schülern im Prinzip den Weg mal aufzeigen möchten, was gibt es für Alternativen. Und dazu kann man vielleicht, damit ich das noch ergänzen darf, auch sagen, dass viele ja über die Krankheitsschiene zu uns kommen. Also sie haben Probleme beim Atmen, Asthma und so weiter, aufgrund von Dauerwellflüssigkeiten, von den chemischen Farben und werden krank auch an der Haut. Sie bekommen Ekzem, sie können teilweise Blasen an den Händen, sie können teilweise nicht mehr arbeiten. Und wir vergeben da auch einmal im Jahr ein Stipendium für berufskranke Friseurinnen, die dann das ganze den ganzen Ablauf im Prinzip bis zur Prüfung von uns dann auch erhalten. Ja. Was ich immer so interessant finde, der Ursprung. Was ist denn der Ursprung bei euch, Astrid? Ja, gegründet hat ja Culum Natura mein Mann, Willi Luga. Er war selber, oder ist ein vom Herzen ja immer noch Friseur, aber er hatte 2 Friseursalons und hat dann Fortbildungen besucht bei Heilpraktikern in Deutschland und hat sich sehr viel weitergebildet im alternativen Bereich. Und als er das erste Mal wiedergekommen ist, da hat er erstmal sein Badezimmer entrümpelt, Zahncreme raus und ja, und hat dann die Inhaltsstoffe ganz bewusst sich angesehen. Also diese Drehbewegung, die ich als Gesundheitsberaterin immer sage, beim Einkaufen von Lebensmitteln, dreht das einfach mal rum, also diese Drehung, zu gucken, was ist drin an Inhaltsstoffen, ist natürlich bei Kosmetikprodukten ebenso ganz wichtig. Und da sind Inhaltsstoffe drin, die uns schädigen, das ist definitiv so. Und da sollten wir sehr bewusst sein. Und er hat das gemacht und gesagt, das kann ich nicht mehr verantworten, das geht einfach nicht. Und hat sich dann auf den Weg gemacht, einen Kosmetikhersteller zu finden, der für ihn Produkte für den eigenen Salon produziert. Ja? Und das hat 5 Jahre gedauert. 5 Jahre, weil er war bei vielen Kosmetikherstellern, Naturkosmetikherstellern, die sagt dann dabei, oh, kein Problem, wir machen ein Kräutershampoo, ne, haben auch eine Basis, machen da ein paar Tröpfchen rein
Und dann haben wir Naturkosmetik. Und er sagte, nein, das ist es ja nicht. Ich möchte reine, konsequente Naturkosmetik. Ja? Weil manchmal ist es ja so, 3 Tropfen Olivenöl, 3 Tropfen irgendeinem Macadamiaöl oder so, ist dann schon Naturkosmetik. Das kann es nicht sein. Ja? Und somit war es so nach 5 Jahren dann auf dem Weg, dass es die erste Linie gab, das erste Produkt, ja, was immer noch unser Bestseller ist. Ja. Jetzt wirken die Produkte ja außen auch Haarfärbung. Das heißt, das wirkt ja nicht innen. Ich nehme es ja nicht ein, oder? Und somit eher unbedenklich, oder? Ja. Also das Haar hat ja eine Kapillarwirkung. Ja? Das heißt, alles, was ich auf das Haar auftrage, ist ja wie mit dem Strohhalm, geht nach innen, Haarwurzel, und geht auch nach innen in meinen Blutkreislauf. Das wird oft unterschätzt. Das heißt, was ich außen auftrage, auf die Haut, geht nach innen. Und dann ist der Körper aufgefordert, das wieder zu entsorgen oder umzuwandeln. Ja? Und wenn wir diese konventionelle Kosmetik haben, dann haben wir das Problem, dass es sich im Körper einlagert. Was dann auf Dauer oder einen längeren Zeitraum sich sehr negativ auswirkt. Ja? Und bei der Pflanzenhaarfarbe und bei unseren Produkten ist es ja letztendlich so, dass wir Lebensmittel verarbeiten. Die nimmt unser Körper auf, wandelt sie um im Stoffwechselprozess und scheidet sie auch wieder aus. Und es ist komplett unbedenklich dann auch im Grundwasser. Ja, und das ist dann auch nochmal ein Thema, was machen eigentlich konventionelle Produkte mit unserem Wasser? Also das ist etwas, wo wir sicherlich jetzt in Zukunft auch mal hinschauen werden. Mhm. Ja. Ich glaube, die Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen ist entscheidend wichtig. Was uns also fasziniert hat bei euch, Cool und Natura, mein Partnerin und mich, wir bei euch waren, diese Faszination der Räume, der Begegnungen, also wo man das Gefühl hat, einfach, ich da bleibe, auch mit dem Wasserbrunnen, und ich habe viele Dinge, die einfach so stimmig ineinander wirken, diese Wertehaltung auch von euch, die uns als Ökonomie der Menschlichkeit so wichtig ist. Wie kommt man zu der? Wie ist da die Entwicklung? Das ist eine gute Frage. Letztendlich war die schon immer da. Also, Willi hat schon Cool und Natura gegründet. Und zwar hat er da schon gemeinwohlorientiert gearbeitet und mit sehr viel Menschlichkeit und Freude und Begeisterung. Ja? Da wusste er gar nicht, dass es zum Beispiel eine Gemeinwohlökonomie gibt. Ja? Ich bin dann vor 17 Jahren dazugekommen zu Cool und Natura, und dann haben wir festgestellt, dass wir schon so arbeiten, wie es wünschenswert ist für alle Unternehmen oder für alle Menschen. Ja, also aus dem Herzen heraus ist das schon passiert. Ja, dass Willi immer dafür gesorgt hat, dass es den Kollegen gut ging. Wir haben das habt ihr ja auch mitbekommen, die halbe Stunde frühstücken zusammen. Cool und Natura ist ja damals entstanden im Prinzip bei uns im Haus. Ja, so haben wir unten das Labor, und bei uns im Haus im Saunaraum saß ein Kollege, also unten im Wohnzimmer, am großen Wohnzimmertisch wurde gearbeitet, wurden Besprechungen abgehalten, Workshops, alles im Wohnzimmer, und ist es dann einfach nicht mehr gegeben. Also es war dann privat auch nicht mehr auszuhalten, dass immer alle in den Privaträumen waren den ganzen Tag. Und dann haben wir uns halt vergrößert. Ja. Und es ist die Ökonomie der Menschlichkeit kombiniert mit der Gemeinwohlorientierung, die von Anfang an ja auch im Unternehmen war, ergibt dieses Ganze. Ja? Und dieses Werteleben, also ich kann sehr viel Werte auf eine Homepage schreiben, ja, Menschenwürde, wir arbeiten soziokratisch und mehrere Punkte, aber es ist dann auch wichtig, es zu tun. Ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und Billy und ich sind ja jetzt nicht mehr in der Geschäftsführung, also ganz aktuell sitze ich ja nicht mehr als Geschäftsführerin. Seit 2 Tagen oder so. Ja. Und wir haben 2 wundervolle Nachfolgerinnen, also Billy hat die Helene und ich habe die Michaela. Unheimlich wohltuende Frauen, die mit ausgeprägten Führungsqualitäten und mit Herz, das ist ja diese Herzensqualität, die ja so wichtig ist in der Führung. Ja. Ich durfte ja die beiden auch kennenlernen, und was ich so genieße, ist diese Präsenz im Augenblick. Also nicht das Gefühl, es ist jetzt noch was zu tun, wir müssen schnell tun. Dieser Augenblick, dieser Genuss,
Und ich weiß, das sind viele Dinge, die unbeschreibbar sind, aber da fügt sich so viel hinein. Und diese Naturfriseure finde ich auch persönlich sehr faszinierend, weil es, glaube ich, auch mit eigener Wertschätzung zu tun hat, dass ich sage, ich bin ein Naturwesen und ich verwende in dem Sinne Natur und gehe nicht den schnellsten Weg immer. Es muss immer ganz schnell gehen, aber eben diese Achtsamkeit, und da haben wir ganz ein schönes Zeitfenster, glaube ich, auch Bewusstsein zu schaffen. Und wenn man jetzt so diese, und das ist uns so wichtig, also nicht nur im Hintergrund zu wirken, sondern auch in die Gesellschaft zu wirken, zu den Kunden. Was verbindest du mit diesem Logo Ökonomie der Menschlichkeit? Begeisterung, Freude, Vielfalt. Schöne Worte. Mhm. Ja, wir haben das gar nicht abgesprochen, aber Vielfalt ist zum Beispiel ein Punkt, der ganz wesentlich ist, Zusammenhänge zu verstehen. Ja. Das Gesamte. Und da wird es interessant, und wir haben ja da auch Folge der Freude. Und das ist ja interessant, wenn man sagt, ja, Menschlichkeit, was ist Menschlichkeit? Das ist also subjektiv. Wir haben einerseits die Ökonomie, die Wirtschaft, die misst mit Geld. Und es geht auch um den menschlichen Erfolg, nicht nur um den wirtschaftlichen. Und der menschliche Erfolg misst sich in Freude. Und da macht man einen Freudestatus. Und das wird ganz, ganz interessant, dass man einfach mit einer inneren Haltung der Freude in dem Sinne wirkt. Und wie du jetzt am Starnberger See warst, nach Fützmus fährst, das ist ganz, ganz selten, dass Menschen mit so einer Klarheit auch tun und sagen, ich komme. Also ohne, dass ich was gesagt habe. Ja? Und das finde ich immer so schön. Das tut auch extrem gut, wenn man merkt, mit der Klarheit manifestiert sich Dinge auch. Ja, es geht für mich, oder das ist eigentlich, so ist auch Volume Natura aufgebaut worden, über den persönlichen Kontakt. Über eine unglaubliche Kundennähe, was dann auch eine Kundenbindung bringt. Ja? Und also ich vertrete nach wie vor die Meinung, E-Mails sind super, um Informationen zu transportieren, Bestelllisten und so. Und auch wenn eine Reklamation kommt, ist es immer gut anzurufen. Die Kundin zu hören, was bedrückt dich jetzt gerade, was passt gerade nicht. Ja? Und das ist so schön, diese Gespräche sind verbindend. Und ja, oder wenn auch Kunden anrufen und sagen, ich danke euch, es war so schön. Auch das war so liebevoll eingepackt, euer Packerl. Und ja, also sich für neue Produkte bedanken. Und das machen die auch nicht nur über Mail, sondern sie rufen auch an. Und das haben wir auch gemerkt in den letzten Jahren, als es ja wirklich eine riesen Herausforderung war in der Kommunikation, im Miteinander, dass dieser persönliche Kontakt dann telefonisch, dieses gemeinsame Treffen, ja, was ja ausgeschlossen war, dann im Prinzip ausgeglichen hat, mit wunderbaren tiefen Gesprächen auch mit unseren Kunden. Also das haben meine Kollegin vom Kundenservice dann auch gesagt. Mhm. Ja. Jetzt fällt mir gerade ein, wie habt ihr den Namen gefunden, Volume Natura, was heißt der? Ja, das ist auch ein Prozess. Also wir haben einen Professor, einen Lateinprofessor beauftragt, das mal genau zu übersetzen. Ja, weil der Willi hat damals überlegt, ja, was klingt gut, und irgendwann ist er bei Volume Natura gelandet. Und jetzt hat es wirklich, haben wir das überprüfen lassen, im Licht der Natur. Mhm. Ja, also, oder auch übersetzt aus der Schöpferkraft der Natur. Und er hat es nicht gewusst. Ja, es war intuitiv, ist dieser Name entstanden. Und das hat mich nachträglich auch, oder uns auch im Team sehr berührt. Also so einen Namen dann auch zu haben, was letztendlich unseren Leitsatz wiederum stärkt. Ja? Der da heißt, wir verbinden Schönheit mit Natürlichkeit, schützen dabei alle Lebewesen und Mutter Erde. Und dieser Leitsatz, der geht ja auch weiter beim Essen. Was essen wir bei Volume Natura? Was bieten wir an? Es ist ein vollwertiges Essen, eine vegetarische Vollwertküche, ohne Industriezucker. Und wir süßen ausschließlich mit Honig, wirklich guten Bio-Honig. Ja? Natürlich alles in Bio-Qualität, das ist selbstverständlich. Und das, so wie wir essen, es gibt ja auch den Spruch, du bist, was du isst. Mhm. Ja? Und so ist es auch mit Produkten, die ich verwende, die mein Körper aufnimmt. Ja? Ich rieche anders, ich fühle mich anders, meine Haut ist nicht versiegelt, es fehlen ja die Silikone auch drin, auch wir verzichten auch auf Glycerin. Und das führt dazu, dass eine Leichtigkeit entsteht. Ja? Und wenn ich mein Scheitelchakra nicht versiegele mit bestimmten Produkten, bin ich automatisch auch jetzt für die neue Welt frei von der Energie. Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, auch dorthin zu schauen. Mhm. Ja.
Eins, was mir da jetzt noch kommt, bei vielen Gesprächen der Unternehmer, wollen tun viele und sagen, so will ich immer weitermachen, wiederholen aber immer wieder den Alltag. Hast du da einen Tipp, wie schafft man Veränderung? Mit Mut, mit Neugier. Wie könnte die Veränderung aussehen? Boah, und das ist für mich natürlich leicht. Ich liebe Veränderung, ja, schon immer. Weil Veränderung mich persönlich immer weiterbringt. Ja, wenn ich etwas verändere in meinem Tagesablauf, und das ist wichtig, ich kann nicht 30 Jahre den gleichen Tagesablauf haben. Es funktioniert nicht. Es darf immer mal wieder was anderes sein. Ein paar Puzzleteile, die ich dann auswechsle. Ja? Und was ich auch wichtig finde, die Veränderung entsteht durch Bewegung. Also ich bin ein Bewegungsmensch, wie die zum Glück auch. Und wir bewegen uns und dadurch bewegt sich auch das Unternehmen. Mhm. Ja? Und wir haben einige im Team, die sich bewegen, sportlich oder Yoga. Ja? Wir bieten ja auch Yoga-Einheiten an. Einmal in der Woche über Meditation. Also ich mache jetzt nicht die Übung, aber über Meditation, was ich zum Yoga gehörig finde. Ja, ehren wir uns sehr gut und bekommen Freiraum im Geist. Mhm. Ja. Dieses Fühlende, die Freude. Ich höre von Unternehmern, ja, Freude ist natürlich wichtig, aber wir haben sie nicht im Moment, weil ernst ist, wir müssen kämpfen. Was ist Freude? Im Prinzip war es schon immer ernst auf unserem Planeten, wenn wir ehrlich sind. Wann gab es mal diese Leichtigkeit? Es gibt immer für jede Generation Herausforderungen. Die kann ich aber nur schaffen, wenn ich Freude in mir fühle. Und meine Großmutter hat immer gesagt, freu dich durch den Tag. Ja? Und das fand ich total cool. Ja? Also wenn ich die Augen aufmache, was freue ich mich? Dann ist es doch schon mal dieses, wir walken morgens, ich mache dann Yoga, dann gibt es ein wundervolles Frischkornmüsli und dann freue ich mich schon. Ah, 8:30, jetzt bin ich gleich oben, jetzt sehe ich gleich alle wieder. Was gibt es denn heute für Themen? Und diese Freude bis zum Abend, vielleicht noch zum Abendspaziergang oder im Garten noch was zu tun, diese Freude begleitet mich. Und das ist eine Hausaufgabe für jeden Menschen. Such die Freude in dir, sei die Freude, damit du die Freude leben kannst und an die anderen weitergeben. Und wenn wir dieses Feld, das morphogenetische Feld in uns stärken, eine Freude sind, stärken wir automatisch den ganzen Planeten. Das heißt, da wo Freude ist, ist keine Angst. Und ohne Angst kein Krieg. Ja. Ja? Also das sind diese Schlussfolgerungen, die ich einfach so banal jetzt einfach so sage. Und davon bin ich überzeugt. Da wo Freude ist, kann ich nicht streiten. Mhm. Viele Ärzte drehen sich herum, die sagen, wenn es mir jetzt gut geht, dann habe ich Freude. Aber das ist ein, glaube ich, Irrtum, oder? Richtig. Es kommt nicht umgekehrt, die Weg sei die Grundhaltung und dann schöpfe ich was anderes und das zeigt sich ja anders. Also ich finde es sehr problematisch, wenn manche sagen, es ist alles so ernst und es gibt jetzt keine Freude. Also ich sage immer so locker, dann kann ich mich auch unter den Torf legen. Ja? Dann bin ich eigentlich tot. Mhm. Ja? Dann bewegt sich nichts mehr. Dann ist alles starr. Die Freude ist das Instrument der Menschlichkeit. Mhm. Und da sind wir jetzt am Punkt Astet. Wir haben gesagt, kurz, genau. Ich könnte da unendlich weiterreden, ja, weil das so inspirierend ist. Ich danke, wir kennen uns erst ein paar Monate, genau. Und das sind so die Geschenke für mich, wenn dann ja, in der Klarheit, in der ja, in dem gelebten Wissen, wie es bei euch ist, weißt, wo du sagst, ja, das ist da, das ist gelebt und das schwingt da dann entsprechend und ich glaube, das ist die Zukunft. Die steht nicht fest, sondern die gestalten wir selbst. Die haben wir schon, wir sind schon mittendrin. Vielen Dank, Astrid. Danke dir auch, Georg.